kotzende neutrophile Zellen oder ein Dankeschön an alle Pickel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Dr. Jakob Paul Morath. Paul. Jo, moin. Vielen Dank für die nette Einleitung, vielen Dank für den Applaus. Ja, der Titel, seht ihr, ist ein bisschen erklärungsbedürftig vielleicht. Neutrophile machen wir später, ist vielleicht das Wort, mit dem die wenigsten noch was anfangen können hier. Dankeschön an alle Pickel, muss man natürlich auch irgendwie erläutern, mache ich dann noch. Ich fange mal an mit Superzelle, das habe ich illustrativ hier etwas versucht zu erläutern. Was sehen wir denn hier links? Könnt ihr mal reinrufen? Eine Zelle, sehr schön. Und jetzt Achtung, Vorsicht, Trickfrage hier auf der rechten Seite, was sehen wir hier? Super, genau. Also jetzt wissen wir schon mal, wovon hier die Rede ist. Was bestimmte Zellen so super macht, das ist das, was ich während meiner Doktorarbeit, die wie gesagt schon 3 Jahre zurückliegt, und die gesamte Arbeitsgruppe, was wir uns angeschaut haben. Hier eine recht akkurate Darstellung unserer Arbeit. Also wir hatten jetzt nicht immer diese Hüte auf, haben aber sehr wohl mit diversen Vergrößerungsgläsern auf Zellen draufgeschaut, in Zellen reingeschaut, versucht zu verstehen, was bestimmte Zellen super macht und wie sie das genau anstellen. Ich war, wie gesagt, am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Es ging also um Infektionserreger, es ging aber auch darum, wie der Körper sich dagegen wehrt, also um das Immunsystem, um die Immunzellen. Felix hat ja schon schön eingeführt in die Thematik, vielen Dank. Es ging also sehr viel um diese Auseinandersetzung Zelle auf der einen Seite gegen, genau, hier Erreger auf der anderen Seite, kleines fieses Bakterium. Damit jetzt auch klar ist, wer der Gute heute Abend wird in der Geschichte, habe ich hier noch einen Heiligenschein einfach dazu gemalt. Und ob Bakterien Zähne haben, das ist eine Frage für den nächsten Vortrag, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Wir machen einfach mal weiter. Natürlich können nicht alle Zellen im Körper sich mit Erregern beschäftigen. Zellen sind ja sehr spezialisiert, es gibt die Leberzellen, die Hirnzellen, die Muskelzellen und so weiter. Und dann gibt es eben auch die Zellen des Immunsystems. Und ist mir auch ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle, Zellen sind nicht immer nur blaue leere Kreise. In Zellen ist manchmal auch was drin, zum Beispiel blaue leere Kreise. So sieht ein Zellkern aus, wenn man von oben auf eine Zelle schaut, durch ein Mikroskop, in der Regel einfach rund. Es gibt jetzt aber auch Zellen, da sieht der Zellkern ein bisschen anders aus. Da sieht der Zellkern so aus, dann spricht man von lobuliert oder gelappt. Und einen solchen Zellkern sieht man bei Zellen, die Neutrophile heißen. Und Neutrophile sind Zellen des Immunsystems. Neutrophile sind das Objekt meiner Forschung und der Forschung gewesen in der Arbeitsgruppe, wo ich gearbeitet habe. Und Neutrophile sind wahre Superzellen, wenn es darum geht, Bakterien und Erreger zu bekämpfen. Bevor wir uns jetzt dem Thema oder der Thematik zuwenden, wie genau sie das machen, möchte ich euch kurz mitnehmen auf einen ganz kurzen historischen Exkurs zu der Frage, wie kamen Neutrophile denn zu ihrem komischen Namen? Das hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Dazu genau kann man, also wie kamen Neutrophile zu ihrem Namen? Kann man sich jetzt so ein bisschen herleiten vielleicht, Neutro, irgendwas mit neutral, viel von Griechisch, Philia, Liebe. Jetzt könnte man denken, diesen Zellen ist die Liebe einfach total egal. Aber weit gefehlt, ganz im Gegenteil. Diese Zellen lieben alles, was neutral ist. Das muss man, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau, das ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen zu erläutern, sondern ich kann noch nicht so für sich selbst stehen. Dafür gehen wir zurück ins Jahr ca. 1880 zu diesem Herrn Paul Ehrlich, seines Zeichens Wissenschaftler in der Charité in Berlin, hat auch Vergrößerungsgläser benutzt, sage ich mal, für seine Arbeit, also Mikroskope und dergleichen, hat auch Immunzellen untersucht und im Blut finden wir sehr viele Immunzellen. Das heißt, er hat, ähnlich wie auch ich das gemacht habe in der Doktorarbeit, Blutproben von gesunden und kranken Probanden gesammelt, die unter das Mikroskop gelegt und dann versucht, irgendwas zu erkennen. Dafür hat er 2 Farbstoffe benutzt, einen basischen und einen sauren oder aziden Farbstoff und hat die einfach mal angefärbt, die Zellen. Und hat dann gemerkt, wenn er jetzt nur den basischen Farbstoff benutzt hat, konnte er eine ganz bestimmte Population an Zellen damit färben, die basophilen, also das basische liebende Zellen. Ähnliche Geschichte mit dem sauren oder aziden Farbstoff, die Azidophilen. Und dann ganz systematischer Wissenschaftler, der er war, hat er sich gedacht, ah, jetzt kombiniere ich doch mal beide Sachen. Hatte also hier eine Kombination, basisch plus sauer. Und da hat er jetzt nicht die Kombinophilen oder so angefärbt, sondern eben die Neutrophilen, denn basisch und sauer gibt eben pH-mäßig einen neutralen Farbstoff.
Und die Neutrophilen erkennt man eben an ihrem lobulierten Kern, das wisst ihr bereits. Und so sind die Neutrophile zu ihrem Namen gekommen. Jetzt haben wir das geklärt, das hat euch wahrscheinlich brennend interessiert schon die ganze Zeit. Und jetzt können wir diesen Exkurs beenden und uns der Frage zuwenden, was machen die Neutrophile eigentlich den ganzen Tag? Man muss wissen, Neutrophile sind sehr, sehr zahlreich. Wir alle bilden ca. 100 bis 200 Milliarden Neutrophile am Tag. Das ist eine wahnsinnig große Zahl, kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, könnt ihr es auch einfach nachlesen, denn es steht ja hier. Und diese Neutrophile, bilden wir alle in unserem Knochenmark, dann schwimmen sie ganz gemütlich rum durch unsere Blutbahn, denken sich weiter nichts Böses, bis dann doch was Böses passiert. Und was könnte das wohl sein? Genau, ein ganz fieses Bakterium taucht auf mit so kleinen gelben Zähnchen, das knabbert dann schon irgendwo. Genau, und dann werden die Neutrophile natürlich sauer. Dann werden die, gehen sie in den Kampfmodus und sind auch meistens siegreich. Bedeutet, Bakterium geht bei drauf, was natürlich eine super Sache ist, sonst würden wir hier alle nicht so gesund hier sitzen und unser Bierchen heute Abend trinken und diesem schönen Science Slam beiwohnen. Also gut gemacht, aber wie genau machen die Neutrophile das? Sie haben ein Repertoire an Superkräften entwickelt. Die drei wichtigsten, sage ich mal, stelle ich euch jetzt hier schnell vor. Ich habe an allen gearbeitet, an dem letzten am meisten, da gehe ich dann noch ein bisschen im Detail drauf ein. Zum einen, Neutrophile sind sehr hungrig. Felix hat vorhin das Fachwort benutzt, Phagozytose. Neutrophile verleiben sich andere Zellen ein. Das heißt, wenn immer, oder Bakterien oder andere Erreger, wenn immer sie irgendwie sowas finden, dann zack, essen sie es auf. Es bekommt den Bakterien natürlich nicht so gut. Jetzt, zweite Eigenschaft, man könnte sagen folgerichtig, man könnte auch sagen etwas counterintuitiv. Neutrophile können toxisch kotzen. Sie können also Substanzen absondern, die auch Bakterien nicht so gut bekommen. Diese Bakterien damit töten. Das Wichtige ist hierbei, bei diesen beiden Prozessen überleben die Neutrophile. Die sterben nicht, aber es geht den Bakterien schlecht. Und interessanterweise eine der Substanzen, die hierbei gebildet wird, oder Molekülgruppen, die dabei gebildet werden, sind die Chlorwasserstoffe. Also das, was wir alle in unseren Swimmingpools zu Hause im Garten oder im Dachboden oder im Keller oder wo auch immer haben. Und zwar genau zu dem gleichen Zweck, das finde ich das Faszinierende, auch einfach um Bakterienwachstum zu hemmen oder zu verhindern, dass sich überhaupt irgendwas ansiedelt. Und diese Chlorwasserstoffe werden eben auch in unserem Körper milliardenfach, wie ihr gesehen habt, hergestellt. Jetzt habe ich gesagt bereits, die Neutrophile sind meistens siegreich, heißt Bakterien gehen bei drauf. Was ich nicht gesagt habe, Neutrophile gehen leider auch sehr häufig bei drauf. Genau. Dafür gibt es eine, es gibt ja sehr viele Neutrophile, die müssen dann alle irgendwo hin. Es gibt eine eigene Körperflüssigkeit, die hauptsächlich aus toten Neutrophilen besteht. Jetzt dürft ihr raten, was das wohl ist. Teig? Eiter. Ich habe es irgendwo gehört. Genau, das ist der Eiter. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr euren Pickeln danken solltet, warum dieses Dankeschön an die Pickel. Denn Pickel sind ja sozusagen nichts anderes als der Beweis oder die Wirklichkeit gewordene Aufopferung der Neutrophile, die sich euch um euer Leben, könnte man pathetisch sagen, oder zumindest eure Gesundheit zu retten, hingegeben haben. Naja, und dann sind sie in so einem Pickel geendet. Jetzt wären aber Neutrophile nicht Neutrophile, wenn sie es nicht geschafft hätten, noch, obwohl sie sterben, sozusagen einen Prozess zu durchlaufen, mit dem sie die Bakterien so richtig nerven. Das Resultat dieses Prozesses seht ihr hier, also eines bestimmten Sterbeprozesses von Neutrophilen, seht ihr im Hintergrund diese grüne, netzartige Struktur. Im Vordergrund seht ihr ein Bakterium, was sich da drin praktisch verhakt hat oder festklebt. Und das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme. Die Struktur im Hintergrund sieht nicht nur netzartig aus, sondern wir nennen sie tatsächlich auch so. Also das ist die Abkürzung nach dem englischen Namen, Neutrophil Extracellular Traps, was so viel heißt wie neutrophil außerzelluläre Fallen. Und es sieht, wie ihr gesehen habt, netzartig aus und, das habt ihr nicht gesehen, ist garniert mit toxischen Molekülen. Also zum einen diesen Chlorwasserstoffen, zum anderen auch molekularen Scheren, mit denen wirklich mechanisch die den Bakterien zu Leibe gerückt wirkt. Also das ist eine sehr ungemütliche Substanz für ein Bakterium, um sich da aufzuhalten. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen darauf ein, wie wirklich dieser Prozess vonstatten geht, dass so ein Netz gebildet wird. Es geht alles damit los mit einem Neutrophil. Ihr seht den lobulierten Kern, ihr erkennt ihn hoffentlich. Er ist mit DNA gefüllt, wie jeder gute Zellkern, ist auch der neutrophilen Zellkern mit DNA gefüllt, hier in Rot. Und wenn jetzt entschieden wird sozusagen oder ein Auslöser kommt, dass ein Neutrophil so ein Netz bildet, dann geht es damit los, dass der Kern rund wird, sich dann aufbläht, praktisch die ganze Zelle ausfüllt, bis diese dann platzt.
Und zurück bleibt eben so ein Gemisch aus DNA, garniert mit toxischen Molekülen. Das ist, was wir ein Netz nennen. Und das ist, was Bakterien sehr schlecht bekommt. Das ist, vielleicht ist es euch jetzt auch schon aufgefallen, praktisch eine DNA ist hier nicht in der klassischen Funktion eines Speichermediums von Erbinformationen beschrieben oder genutzt, sondern DNA ist ein Strukturprotein praktisch, also eine Struktur, die man seinem Gegner entgegenschleudert, die praktisch als eine Art Waffe eingesetzt wird, ähnlich wie ein Gladiator vor 2000 Jahren ein Netz seinem Gegner entgegengeschleudert hätte. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Video, wo wir diesen Prozess aufgenommen haben. Ihr werdet sehen, okay, vielen Dank. Dann komme ich jetzt zum zweiten Teil des Vortrags. Ihr werdet sehen, wir haben die Kerne hier angefärbt. Ihr seht nicht die Zellen drumherum, ihr seht nur die Kerne. Ich hoffe, ihr könnt die lobulierte Form erkennen. Wir lösen jetzt diesen Prozess aus, nicht mit Bakterien, sondern mit einem Molekül. Und ihr werdet hoffentlich erkennen können, wie die Kerne erst runden, dann sich aufblähen und dann platzt die Zelle, was man durch einen Farbumschlag erkennt. Genau hier von rot auf grün. Das soll das Feuerwerk zum Abschluss gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass neutrophile wahre Superzellen sind, wenn es darum geht, Bakterien zu bekämpfen. Und ich hoffe, dass ihr in Zukunft beim Anblick eines Pickels einen Moment innehaltet und mit etwas Dankbarkeit und Ehrfurcht reagiert. Dankeschön. Dr. Jakob Paul Morath, vielen, vielen Dank.